Thank you for the introduction. Vielen Dank für die Einführung. This is embarrassing. I need to fix das ist ein bisschen Schall. Ich muss meinen Bildschirm reparieren. Schämend. Okay. Okay, that fixed. Yes, okay. Computer scientists are excellent at technology. Okay, so, Computerleute sind super beim Reparieren von Computerproblemen. Ich bin die unbekannteste Person auf dieser Bühne und darum zeige ich die Leute auf unserem Panel vorstellen. Zu meiner Rechten ist Julia Henning, die eine investigative Journalistin ist bei ProPublica. Sie hat ein Buch über Surveillance geschrieben, über Überwachung. Also, sie hat viele tolle Sachen gemacht. Next we have Jack Gillen, dann haben wir Jack Gillen, der investigativer Reparator bei einer Zeitung ist und sieht Er war in einer Geschichte beteiligt, in der es um einen falschen Umsturz in Kuba ging über Social Media. Und ich glaube, unser letzter Panelistin und der letzte Podiumsteilnehmerin braucht keine Einführung. Laura Poitras, Dokumentarfilmerin, Oscar nominiert für den Film Citizen 4, der in einer Stunde hier gezeigt werden wird. Und meine Rolle hier ist, wie erklärt, ich lebe im Elfenbeinturm und ich predige über Kryptographie. Das wird hier meine Rolle sein, der Elfenbeinturm-Kryptografin sozusagen. Also, der Ursprung dieses Podiums hier war, ich war irgendwie in einer Bar vor einigen Monaten mit Julia und wir haben uns einander vorgestellt und sie sagte, ich hasse Kryptografinnen. Warum? Und ihre Erklärung war, jedes Mal, wenn sie mit Kryptografen spricht, dann gibt es Beispiele wie dieses hier, irgendeine sehr schwierige Geschichte mit Alice und Bob, die mit der Realität überhaupt nichts gemein hat. Und sie begannen, Geschichten zu erzählen und ich dachte, das waren fantastische Geschichten und sie haben auch meinen Eindruck, was Kryptographie und Journalismus und so bedeutet, verändert haben. Und wir haben uns überlegt, dass wir etwas organisieren und wollten eine Unterhaltung mit der Community haben, wie Kryptographie und Journalismus zusammenhängen und miteinander agieren. Das ist so eine Art Frage-Antwort-Test für euch vier, die ihr Fragen habt. Ihr seid die Tester und ihr habt Fragen und es gibt ein Feedback und vielleicht gibt es eine Konversation. Ihr könnt Ideen vorschlagen, was sie tun könnten, um sich besser zu schützen. Und ich kann einige Ideen geben über Probleme, die sie haben, die nicht gelöst sind bisher. Okay, das ist es. Let's do this. Fangen wir an. Machen wir das. Okay. Wenn ihr darüber nachdenkt, was Journalisten tun aus der kryptografischen praktischen Perspektive oder eines Sicherheitsprofis, was sind die Dinge, die ein Journalist tun möchte? Sie müssen mit ihren Quellen kommunizieren auf sichere und vertrauliche Art und Weise. Erster Schritt, Alice und Bob installieren sich also irgendwelche Krypto-Software. Ich glaube, das, was wir jetzt andeuten wollen, ist, dass Laura und Glenn eine unglaubliche Quelle hatten in Edward Snowden. Und das ist also eine Goldgrube und mit über schlechte Praktiken der Regierung, aber es ist vielleicht nicht so interessant, die Washington-Bürokratie zu beschreiben, aber normalerweise ist es irgendjemand, der einfach die Nase voll hat und irgendwie über ein zweiseitiges PDF übermitteln möchte, von dem er nicht mehr kaum weiß, wie es ausgedruckt wird und der vielleicht fotokopieren möchte und es ist dieses Level von Sicherheit, das ist der Typ, der sagt, der hört You've got mail, weil er immer noch AOL benutzt. Das sind also normalerweise die Leute, mit denen wir es zu tun bekommen. Und es sind diese kleinen Brotkrumen,
die ihr mitteilen wollen. Und wo wir also darauf hinaus wollen, ist, ihr installiert also jetzt zum Beispiel GPG-Tools und wenn es auf Windows ist, und sobald die also was hören von installieren, Revocation Key und so, sagen diese Leute, nein, das reicht mir. Das ist vorgekommen, und dann nehmen sie den einfachen Weg, und ja, und das funktioniert nicht. Unglücklicherweise ist der einfache Weg nämlich, dass sie sich unsicher verhalten. Und eine der Herausforderungen für Journalisten ist, wir versuchen unsere Quellen also davon abzuhalten, dass sie solche Fehler machen. Und wir wollen also nicht, dass sie uns wehtun, aber auch vor allem, dass sie sich selbst wehtun, wollen wir vermeiden. Und Leute, die also vom Gmail-Account von der Arbeit aus etwas schicken und eine geheime Übermittlung dadurch initiieren wollen, die niemand herausfindet. Das ist also eine sehr unglückliche Situation. Und worüber wir reden wollen, ist, wie so die Schwelle normalerweise viel, viel geringer ist, als ihr vielleicht so vorstellt, was wir normalerweise haben. Edward Snowden war also diese perfekte Quelle, die mit voller Verschlüsselung kam. Eines der Dinge, an die ich mich erinnere, wenn ich zum ersten Mal mit Herrn Snowden gesprochen habe, war, dass etwas von dem ersten Treffenproblem, nicht das, was wir an der Bar besprochen haben, sondern man trifft einen, während man eine Reportage schreibt, und dann kommt es dazu, dass man sich zu einem Drink trifft, und dann ist man an der Bar und man spricht darüber, wie man einen verschlüsselten Kanal aufsetzen könnte, und bekommt als Antwort nur die Frage, was? Das ist so ähnlich wie die Frage nach Sex beim ersten Date. Es ist eigentlich viel zu viel, zu schnell. Ich habe es einer Freundin erzählt, und das ist vermutlich die Quelle für dieses. Ich habe versucht, Leute zu überzeugen. Sometimes it's successful. Und manchmal kriege ich die Frage, was ist das überhaupt? In vielen Fällen ist es nur ein psychologisches Problem, weil die Leute sich davon überzeugen wollen, dass die Story, über die man schreibt, korrekt ist, oder. Ich möchte noch etwas aus der Perspektive eines Journalisten sagen und aus der Perspektive, wie wir diese Werkzeuge benutzen. Ich erinnere mich an eine Periode, in der ich den Film gemacht habe, und ich wusste, dass ich auf der Watchliste der USA war. Der Film, den ich danach gemacht habe, drehte in Indien und in Guantanamo, und ich wusste, dass digitale Kommunikation nicht sicher und gefährlich war. Ich wusste aber trotzdem nicht, wie ich mich verhalten sollte und wie ich mit den Umständen umgehen sollte. Ein dringliches Problem war, wie ich die Filmcrew nach Guantanamo bringen konnte, oder wie ich schickte verschiedene Anfragen, aber bekam keine wirkliche Antwort, wie ich nach Guantanamo durch die Seitentür kommen konnte. Trotzdem war mir klar, dass ich währenddessen Metadaten produziere, und auch die Leute, die ich kontaktierte, haben das Problem, dass während den Gesprächen Metadaten entstehen. Während des ganzen Films habe ich mich ständig darauf konzentriert, nur mit analogen Mitteln zu arbeiten und nichts über E-Mail oder so zu verschicken, sondern dafür zu sorgen, dass Briefe mit Papierkopien bei den Leuten ankamen. Später werde ich zeigen, dass ich gelernt habe, mit bestimmten Werkzeugen zu arbeiten. Wenn zum Beispiel um zu suchen, dann habe ich viele Werkzeuge gelernt. Eine lange Zeit habe ich im Dunkeln arbeiten müssen und wusste nicht wirklich, welche Werkzeuge geeignet sind für die Arbeit, die ich vorhabe. Ich hatte aber sehr gute Lehrer, und das hat das geholfen. So what does work? Also was funktioniert? So ist.
Say it again. Sag nochmal. Gibt es etwas, was wirklich funktioniert? Naja, irgendwas, was nicht funktioniert? Irgendwas, was funktioniert? Was funktioniert? Wie meinst du? Jake Applebaum und ich machen, reden morgen über einige Sachen in diesem Zusammenhang. Was funktioniert? Es gibt noch ein letztes Problem, an das ich mich erinnere, was ich besprochen habe, über die Schwierigkeiten, Krypto zu installieren. Also feststellt euch vor, ihr seid an einer Bar und ihr installiert jetzt dort die Software. Und das habe ich tatsächlich irgendwann mal geschafft, jemanden in einer Bar beim ersten Treffen zu überzeugen. Und dann hatten wir also eine App für verschlüsselte Nachrichten, dann fürs Mobiltelefon. Silent Text hieß sie damals. Und ich habe also mich hingesetzt mit meiner Quelle und sagte, es wird so viel Spaß machen. Ja, wir werden jetzt eine Menge Spaß haben. Wir werden tolle Kommunikation haben und so. Und es ist eine dieser Dinge, wo die eine lange Zeit brauchen, um heruntergeladen zu werden. Und es braucht eine Menge von Bestätigungsschritten, die man ausführen muss. Und es gab eine Bestätigung, einen Schlüssel, den wir austauschen mussten miteinander. Und aus irgendeinem unbekannten Grund dauerte es eine Stunde, dies zu tun. Und am Ende waren wir so völlig verschwitzt und erschöpft und wirklich wie seltsames erstes Treffen. Und Silent Circle, was wir benutzt haben, was ganz neu ist, war wirklich eines der frühen Tage. Und ich hatte das Gefühl, ich kann jetzt nicht diese Person bitten, GPG zu verwenden. Und wir hatten also diese Anrufe wie in den 70er Jahren. Also wenn ich reden würde und dann gab es eine 5 Sekunden Pause und ich bemerkte, es ist einfach zu schmerzhaft und wir beide haben es einfach sein gelassen, das zu tun nach mehreren Monaten. Und wir haben aber wirklich es ernsthaft versucht und in einer Bar zu sitzen und dies zu versuchen, wenn man 2 Gläser Wein getrunken hat, das wir waren wahrscheinlich nicht in Topform. Also jetzt, wo Alice und Bob zusammen erfolgreich die Software installiert haben, dann tauschen sie die Schlüssel aus. Das ist eine der großartigen Sachen, die großartigste Sache in der letzten Geschichte von Kryptographie, dass öffentliche Schlüsselkryptographie dieses Schlüsselaustauschmanagement gelöst hat. Selbst heutzutage ist es noch sehr kompliziert. Also meine Familie und ein Verwandter, der nicht benannt werden soll, benutzt die verschiedenen Suchmaschinen, die auf Browser installiert sind, zum Beispiel Bing. Und mit diesen Leuten arbeiten wir in Washington, die diese Softwareprobleme haben, diese Technik zu installieren, zum Beispiel Google zu benutzen. Wenn man sagt, öffne eine Kommandozeile, dann haben die ein Problem und stoppen einfach. Und das ist eins der Probleme, dass man in Windows, das ich bei meiner Arbeit benutzen werden muss, dann kann man nicht aus der GUI einen Zurückrufeschlüssel kreieren kann. Das ist eins der Probleme, die ich gefunden habe. Wenn ein Laptop gestohlen wird, muss man diesen Rückrufschlüssel machen. Selbst wenn man es zu sehr intelligenten Mitarbeitern erklären muss, dann ist die Frage, was braucht man 2 Bindestriche mit dem Befehl? Das ist einfach diese komplizierte Nachricht. Für uns ist es relativ einfach, einen Befehl in Bash einzugeben. Aber dieser kritische Schritt, den die Menschen einfach vorbeigehen, dann zeigt sich, dass auch viele der schwierigeren Schritte, die sie einfach überspringen, wichtig sind. Wir wissen, wie etwas passiert. Wir wissen, wie man eine Geschichte macht. Wir wissen, wie man eine öffentliche Freedoms of Information Request sendet. Wir arbeiten so voran. Und insbesondere nach der Snowden-Veröffentlichungen wurden unsere Telefonnachrichtenrekorde übernehmen. Also es ist wie sowohl einem Alten als auch einem Jungen Hund neue Tricks beizubringen. Und,
Und ich habe zum Beispiel keinen Revocation Key zum Zurückziehen oder meine Schlüssel oder einen separaten Unterschlüssel. Ich hatte das vor, aber ehrlich gesagt, es hat mich 2 Jahre gekostet, es jetzt wirklich mit GPG umgehen zu können. Und ich habe mein kleines System jetzt irgendwie zusammengepflastert und ich, jetzt hoffe ich, dass ihr nicht weniger von mir haltet, aber ich bin im Silicon Valley aufgewachsen. Ich habe einige Glaubwürdigkeit in dem Bereich, aber ich finde dieses trotzdem unglaublich schwierig. Und jetzt eine Frage. Wie viele Leute in diesem Raum verstehen alles, was gerade auf dem Bildschirm zu sehen ist? Yes. Jeder? We need more sources like you. Wir brauchen mehr Quellen wie Sie. Wirklich. How many of you guys understand everything that's on the screen? Viele hier oben auf dem Podium verstehen das, was auf dem Beamer ist gerade? I'm the guy who went to the ich bin derjenige, der and had no friends, so I understand. Immer zu Hause saß und wenige Freunde hatte, und deswegen verstehe ich einiges von dem, was dort zu sehen ist. I think I understand it. Ich denke, ich verstehe das. That doesn't mean I succeed. Das heißt nicht, dass ich auch immer erfolgreich bin. Okay. So once Alice and Bob have exchanged public keys, wenn Alex und Bob einmal öffentliche Schlüssel ausgetauscht haben, müssen sie sich auch von der Echtheit dieser Schlüssel überzeugen. Sie müssen also ihre Fingerabdrücke der Schlüssel verifizieren. Was ist also das Best-Case-Szenario, das zu tun? Ich weiß nicht, wie viele Leute mit der Arbeit beim Intercept vertraut sind, wie bestimmte Leute beim Intercept mir geholfen haben, den Erstkontakt aufzubauen. Snowden hat eine Weile probiert, Lynn zu Verschlüsselungen zu bewegen, die aber nicht funktioniert haben, und er fand mich über die Freedom Press Foundation und er versuchte, mich zu kontaktieren und meinen Schlüssel zu bekommen, und jemand verifizierte, dass der Schlüssel, der bekommen wurde, korrekt war, und dann schickte er mir eine verschlüsselte E-Mail und sagte mir, jemand von Tinder möchte mir einen Key schicken, und dann schrieb er mir eine E-Mail, und nach dem ersten E-Mail-Kontakt ging die E-Mail an meinen TrueMail-Account und nicht nach Gmail. Doch nach Gmail. Aber diese E-Mails sind heute auch öffentlich, und er sagte etwas, was meine Aufmerksamkeit auf sich rief. Ich denke, er war in der Regierung und er sagte, er möchte Informationen teilen. Ich wusste nicht, was ihm passiert war, aber die Information sollte an die Öffentlichkeit. Er fragte mich, dass ich mir eine anonyme E-Mail-Adresse mache. Er schickte mir eine frische. Er kontaktierte mich auf einer neuen E-Mail-Adresse mit einem neuen Schlüssel und suchte nach einem Weg zu verifizieren, meine Identität zu verifizieren. Er schlug vor, den Fingerprint zu mailen. Schlug vor, es auf dem Twitter-Account zu veröffentlichen. So war Snowden in der Lage, meinen Schlüsselfingerprint zu verifizieren. Über den Twitter-Account einer dritten Person von der Freedom of the Press Foundation. Dann waren wir in einer anonymen Kommunikation und getrennt von meinem realen Namen, aber ich benutze immer noch den gleichen Computer, und die nächste E-Mail, die ich dann bekam danach, war eine Holy Shit E-Mail, als ich bemerkte, dass ich wirklich jetzt eine richtige Barriere aufrichten müsste zwischen diesen Verbindungen, meiner realen Identität und dieser Kommunikation. Und ich habe dann also Tails benutzt, das Tor-Betriebssystem. Also danke an irgendwelche Entwickler von Tails, die hier vielleicht im Raum sind. Und
Ich erzähle diese Geschichte jetzt ein bisschen weiter vielleicht und dann können wir da weiter. Also Snowden sagte, also für die größte Sicherheit solltet ihr Tails benutzen und ich habe es bis dahin nicht benutzt, aber ich hatte dann auch ein gewisses Dilemma, als ich es probierte, um eine wirkliche Sicherheit zu bekommen, dass das heruntergeladene Zertifikat korrekt ist. Und der Freund eines Freundes ist hier im Raum, gab mir noch eine andere Person, dessen Nachnamen ich nie erfahren habe, und diese Person sagte, schickte mir eine Tails-Disk auf einem Computer, der mit Bargeld gekauft worden war in New York. Und es gab also keine Verbindung zu meinem Namen und in dieser Korrespondenz und von da an. Das ist also wie über den Ebenen der Verifizierung und der Vertrauensverifizierung. Und jetzt spiele ich den Part des kompletten. Eine meiner Quellen sagte, dass Key-Verifizierung in Zahlen zu schwierig ist und deswegen haben wir uns auf ein geteiltes Secret über OTR geeinigt. Ich dachte, das wäre wirklich einfach, aber wir haben im Vorfeld kein geteiltes Secret aufgesetzt und als wir uns zuerst trafen, wo trafen wir uns? Die erste Frage beantwortete ich falsch und wir hatten keine Idee, wo wir uns zuerst getroffen hatten. Das funktionierte nicht. How many people in this room? Wie viele Leute in diesem Raum hatten bereits dieses Problem? I feel better. Ich fühle mich jetzt besser. All right. So now we've successfully verified the Jetzt haben wir also erfolgreich die Schlüssel unserer Software und unserer Keys verifiziert. Der nächste Schritt in der vertrauensvollen Kommunikation ist, dass die Kommunikation initiiert wird zwischen Alice und Bob. Ja. You all understand why this entire talk Sie verstehen is alle, warum dieser Talk mit XKCD-Comics untermalt ist. Sogar bei der AP sind wir angewiesen auf Software, die über E-Mail-Attachments installiert wird. Und dann passieren auch noch in einer E-Mail Encoding-Umwandlungen, die dazu führen, dass möglicherweise PGP nicht funktioniert. Wir haben PGP zu einem großen Teil verwendet und wir waren immer gut zur Presse, die andere Werkzeuge benutzt hat. Und uns waren sichere Sprachverbindungen auch wichtig. Und das hat sehr gut funktioniert. Andere Werkzeuge, bitte nehmen Sie nicht den Eindruck mit, dass ja, Ihr Eindruck kann anders sein. Machst du weiter? Okay, also ich denke, noch eine traurige Geschichte, die ich hier einbringen könnte. Einmal war ich wirklich stolz. Ich habe eine gute PGP-Kommunikation in Gang gebracht mit jemandem. Und dann auf einmal sind wir in Plaintext gefallen und es stellte sich heraus, dass einer von uns eingestellt hatte, S-MIME und PGP nur akzeptiert wurde und die andere Seite akzeptierte nicht PGP und S-MIME und die ganze Sache ist also auseinandergefallen und wir waren mit Plaintext und schon wieder fühlte ich mich so, also immer, wenn ich denke, ich habe den Berg ein bisschen erstiegen, dann stellt sich heraus, ich bin immer noch im Basiscamp, im Basislager. Ich gestehe, dass ich mit Leuten auf dieser Seite hier in Plaintext hineingefallen bin, auf diesem Podium, mit Leuten auf diesem Podium. Ich denke, wir können darüber reden, sobald wir über Vertraulichkeit hinaus sind. Wir haben dies schon ein bisschen besprochen. Eine eigene Eigenschaft, die Journalisten brauchen mit Quellen, das ist Anonymität in der Kommunikation. Also nicht zurückführbare Kommunikation auf die Person. Und das sieht so aus. Der einfachste Fall ist,
Auch ohne sehr viel Kryptographie ist es so, wenn ich also keine Rückführbarkeit haben will, dann kauft man einfach ein Gerät mit Bargeld und installiert sich dort Software. Alles, also Journalistin wird also irgendwie ein Telefon kaufen mit Bargeld und installiert sich dort Software für verschlüsselte Kommunikation und schickt dieses Telefon nun mit der Post an Bob, sodass Bob also nun sicher mit Alice kommunizieren kann. Das ist also eine ganz klare Sache. Alle Verantwortlichkeit für Installation und Bestätigung wird nun von der Quelle nun weggenommen, von der hilflosen Quelle. Wie funktioniert das also in der Praxis? Kollegen von mir denken, dass dies ein echtes Burner-Telefon ist. Ist es aber nicht. Das ist mit der Apple-ID verbunden und was sie nun für anonyme Telefongespräche halten. Das ist mehr oder weniger ein Unfall, denn das, was ich benutzt habe, das Burner. Das ist eine App, mit der man eine Vorwahl auswählen kann und mit einer gewissen Anzahl von Guthaben kann man nun ein Telefonnummer bekommen, die also eben aus dieser Gegend kommt. Und ich erinnere mich mal, mit einem ehemaligen Offiziellen aus Washington zu tun gehabt zu haben. Und der hat also Geld bekommen für von einer großen Organisation bekommen. Der wollte also keine Nummer aus Washington haben. Und dann bin ich also zu dem Bundesstaat gekommen, in dem er sich im Ruhestand gesetzt hatte und rief an und er beantwortete das Telefon und dachte nun, er spricht mit dem Klempner, der irgendwie was reparieren wollte und sagte irgendwie, was ist jetzt los, kommst du noch rüber? Und ich sagte, hallo Mr. So-und-so, es ist groß, dass wir uns endlich sprechen und wir wollen jetzt über den XYZ sprechen und das ist, glaube ich, das einzige Mal, also benutze das nicht für anonyme Kommunikation, es ist grundsätzlich meine Erfahrung. Wenn man jetzt, das ist sowas wie freundliches Geschützfeuer, wenn man jetzt mit einem Vertrauten oder einer vertrauten Vorwahl kommt. Ich habe mal einen Burner gekauft und habe dieses Alice and Bob Ding gemacht und habe also das fertig gemacht und das geschickt und es war jemand, ein Geschäftsführer in einer Firma, der also irgendwelche schädlichen Informationen über diese Firma veröffentlichen wollte. Wir trafen uns in einem Café und ich sagte, ich werde Ihnen ein Telefon schicken und er hat sich einverstanden erklärt, das war jetzt kein erstes Treffenproblem. Wir hatten lange schon gesprochen und es ging um diesen Kryptokanal. Und dann habe ich also angerufen, Textnachrichten geschickt, nichts. Und dann irgendwann habe ich dann anrufen können und habe gefragt, was ist mit dem Burner vor? Und er sagte, ich nehme es niemals mit. Und ich sagte, was? Wie? Wir haben einfach nicht genügend Platz in unserer Tasche. Und schon wieder dachte ich, also ich habe jetzt hier angerufen wieder und dann musste ich ihn vorher anrufen auf einem anderen Telefon, um zu sagen, beim Burner dran zu gehen und das Burner ist auch schon eine schwierige Sache für sich in den USA, die das Klischee ist, dass du ein Drogenhändler bist, wenn du einen Burner-Phone mit Cash kaufst, mit Bargeld kaufst und ich bin ein Journalist, natürlich ist nach nichts aus, ich sehe natürlich wie ein seltsamer Typ aus, das ist mein Beruf, aber AT&T, wir gehen da hin und laden unsere SIM-Karte auf und du bist dann jetzt der Typ, der einen Riesenhaufen Bargeld hervorholt und willst nicht deinen Führerschein zeigen, willst keinen Namen nennen und der Typ weiß, also das ist nicht dein wirklicher Name und so und du machst also den komischen Tanz und es ist ein komisches Weihnachtsgefühl und man geht nach Hause und muss das also tun und sehr, sehr seltsam. So grundsätzlich müssen wir uns normal verhalten, nein, das Burner-Phone normalisieren. Benutzt jemand von Ihnen Tor? Oh ja, jederzeit. Ich denke, wir haben Lauras Erfolgsgeschichte von Tails gehört. Ich denke, jeder kann gute Arbeit mit Tor verrichten. Sogar für Leute, die DNS nicht verstehen, alles, was ich mache, ist, ich benutze es deswegen. Besonders wenn der Access Point um mich herum in meiner Umgebung Blocking hat, dann benutze ich es, oder um IP-Checks zu umgehen. Wenn jemand eine Regierungswebseite
überwacht. Es gibt viele Verwendungen für Tor, aber es gibt auch die kleinen Dinge, die zum Beispiel erkennen, ob es ich bin und ob Tails ist genau meine beste Erfolgsgeschichte. Andere Journalisten, die diese ganze Verschlüsselung schwierig finden, Tails ihnen zu zeigen, ist viel einfacher, weil es eine kontrollierte Umgebung ist. Ich hatte Erfolg mit Kollegen, ihnen Tails zu zeigen. Die Idee ist sehr einfach und es ist einfach für sie, einen zweiten Computer aufzusetzen, und ihnen zu verstehen zu geben, dass der Computer nur für sichere Kommunikation verwendet wird. Es ist mein Lieblingswerkzeug. Das ist also die letzte Aufgabe eines Journalisten, die Daten zu behalten und zu sichern. Aus der Perspektive des hilflosen Kryptografen ist es ganz einfach. Die Daten werden zu einem privaten Schlüssel verschlüsselt, den nur ich weiß. In der ersten Situation geht es um die Arbeit mit Journalisten. In der letzten Erfahrung aus letzter Zeit bei AP brauchen wir manchmal die Möglichkeit, sicher zu reden und zu kommunizieren. Es ist nicht bösartig von Leuten, das zu machen. Das Telefon zu nutzen anstelle dessen ist trotzdem für viele Leute manchmal einfacher. Ich erlebte es manchmal von dass Leute mich aus gefährlichen Ländern anrufen und musste ihnen zu verstehen geben, dass ihr Anruf nicht gesichert war. Wir bemerken, dass wir oft die Hintertür offen gelassen haben und wir machen uns keine großen Gedanken darum. Vertrauenswürdige Quellen werden es nie dazu kommen lassen. Immer wenn wir, zum Beispiel als wir es mit Snowden zu tun hatten, Leute möchten wirklich an eure Daten und die es wollen, kommen auch dazu. Sogar wenn Leute, die ständig verschlüsselt kommunizieren, vergessen es möglicherweise manchmal. Es ist eins dieser Dinge, die zum Gedankenmodell von Journalisten gehören sollten oder uns zeigt, dass das Gedankenmodell veraltet ist. In den meisten Redaktionen, in denen an einer Geschichte aus einer vertrauenswürdigen Quelle gearbeitet wird, zumindest der Chefredakteur sollte die Identität der vertrauenswürdigen Quelle kennen. Zum Beispiel beim Wall Street Journal, wo ich vor 14 Jahren gearbeitet habe, war es meistens für einen Journalisten nicht möglich, das Management in New York davon zu überzeugen. Bevor die Story rauskam, musste der Journalist dafür oft nach Washington fliegen, um die richtige Story zu vertreten und sie für die Veröffentlichung vorzubereiten. Das ist ziemlich aufwendig und es ist eine Herausforderung der Struktur dieses Unternehmens. Ja, ich habe das auch erfahren und diese Probleme, wenn ich an Geschichten gearbeitet habe. Und zum Beispiel, bevor ich nach Hongkong geflogen bin, die Washington Post wurde sehr nervös und eine Menge Rechtsanwälte machten sehr viele Anrufe und haben E-Mails geschickt. Und wurde total verrückt. Und diese Art von Kommunikation über irgendwas per elektronischer Post zu machen. Ich möchte noch etwas sagen über das Aufzeichnen von Notizen, also der Filme. Und als Film, ich habe Filmemacherin, was ich tue. Ich mache Filme. Und was ich nun sehr unheimlich gerne tun würde, ist, wenn irgendjemand etwas entwickeln könnte, womit man Aufzeichnungen machen kann, Videos direkt zu einer verschlüsselten Speicherplatte. Es ist relativ riskant,
Wenn man jetzt einen Protestfilm zum Beispiel und eine SD-Karte rausholt und als ich in Hongkong war, hatte ich also das Problem, ob wir vielleicht überfallen würden oder ob die Polizei uns stoppt und so. Und hätten wir also die SD-Karten einfach physisch zerstören müssen, weil wir nicht die falsches Material in die falschen Hände bekommen lassen wollten. Und das ist also ein häufiges Problem. Und in Protesten in Ägypten zum Beispiel, wenn die deine Kamera bekommen, dann bekommen sie potenziell eine Menge Informationen und etwas damit tun. Also, ich glaube, wir sind fast fertig mit diesen Folien. Also, wir sind bald bei Ihren Fragen. Also, fangen Sie schon mal an, Fragen sich zu überlegen. Laura's Story hat gerade dabei weitergeführt, dass es dieses legale Problem, das eines der großen Probleme ist. Nämlich die rechtliche Zwangsausübung, die Zwangsausübung durch Behörden. Does our AP representative want to talk about the problems that the AP has faced? Möchte unser AP-Vertreter über dieses Problem reden? Ich denke, es ist eine etwas feindselige Zeit und für Journalisten. Und es tut mir leid, ich habe jetzt eine sehr amerikanische Sichtweise, Blickwinkel. Also gleichzeitig auch die transparenteste Verwaltung in der Geschichte. Also wir haben über MC-Catchers geredet, hier auf einem früheren Podium und Die können nicht mehr darüber reden, was die lokale Polizei weiß. Also es ist sehr kompliziert, an legale Telefonnachrichten zu kommen. Und am Ende ist, was so wichtig ist, ist nicht nur über die Nachrichten, ist nicht nur über diese NSA-Konnektoren in Hawaii, sondern es geht auch auf die ganz normale Polizei und die Mitarbeiter in Firmen. Und eine Firma, die ein bisschen, ja, nicht in Ordnung ist, dann verlieren Leute ihren Job und können deswegen ihre Familie nicht weiter ernähren und verlieren ihr Haus. Nur dafür, weil sie mit uns geredet haben. Und wir müssen so Quellen zeigen, dass wir eine Möglichkeit haben, eine sichere Kommunikation zu machen. Wir müssen es wirklich besser machen, dass wir einen besseren Journalismus machen können. Das ist, warum wir machen, was wir machen. Wir können nicht einfach zurückgehen in eine Plaintext-Welt, obwohl Verschlüsselung an der neuen Kante des Verfahrens ist. Ich wollte noch kurz hinzufügen, dass ich denke, dass Nachrichten und Journalismus auch unter einem Geldproblem hat. Und wir haben eine morale Verpflichtung, mehr in diese Werkzeuge zu investieren. Ich finde es immer schade, wenn ich lerne, wie wenig Leute diese Systeme, die ich jeden Tag benutze, habe. Ich versuche persönlich Geld da reinzustecken, aber ich kann das nicht alleine finanzieren. Ich glaube, dass unsere Nachrichtenräume es sinnvoll fänden, diese Werkzeuge zu investieren. Letzte Sache vor den Fragen. Das letzte Problem, das viele Leute haben, ist, internationale Grenzen zu überqueren, Ländergrenzen. Okay. Das ist das Niemandsland, was das Recht angeht. Ihr habt keinen Schutz und
Also in meinem Fall ist es vor 6 Jahren, jedes Mal, wenn ich das Land wechsle, wurde ich festgehalten und es wurde oft angedroht, dass mir meine Geräte weggenommen werden. Und, ja, also als Journalistin hat man dann lange Kämpfe und wurde mir dann gesagt, also es geht sehr viel schneller, wenn du uns einfach das Passwort gibst und so. Wir werden die Dinge dann sowieso finden. Also letztendlich bin ich nach Berlin gezogen wegen dieses Problems, weil das Projekt, an dem ich arbeitete, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das Material, das ich hatte, schützen konnte, während ich die US-Grenze überquere. Und dann habe ich also Material außerhalb des Landes deponiert und bin ins Land gegangen und musste dann zurück, um es zu bearbeiten. Und letztendlich kam ich nach Berlin und es wurde dann besser. Und es hat also ein Riesenproblem erzeugt, die Arbeit in den USA zu tun für mich. Ich denke, hier ist auch eine Frage, ob es besser ist, Daten mit einer Person oder elektronisch über eine Grenze zu bringen. Die Antwort ist wahrscheinlich nein. Ich denke, eine vertrauenswürdige zweite Partei ist die beste Möglichkeit. Wenn da keine anderen Geschichten dieser Leute am Panel sind, dann ich habe das Land verlassen und lebe in New York, aber wenn eine Quelle mich fragte, über meinen jährlichen Trip nach Indien, den ich jedes Jahr zu Weihnachten mache, was passieren würde, wenn ich mein Mobiltelefon über die Grenze mitbringe, dann realisierte ich, dass ich keinen Namen in meiner Kontaktliste während der Grenzkontrolle in meinem Telefon haben sollte. Ich habe damit begonnen, meine Telefone und meine Computer immer zurückzulassen und nicht mit über die Grenze zu nehmen. Ich habe eine Zero-Daten-Politik und lösche meine Computer immer vorher. Es ist immer besser, wenn ich ohne Daten komme und ich bringe maximal eine Tails-Maschine mit und habe dort einige Dokumente, an denen ich arbeite. Meine Editoren sind ziemlich beunruhigt, wenn ich ihre E-Mails deswegen nicht beantworten kann. Wir sollten jetzt nun Fragen aus dem Publikum entgegennehmen. Vielen Dank. So before we start the questions, first of all, if anybody is leaving right now, bevor wir jetzt die Fragen machen, wenn jemand also hier weggeht, bitte sehr, sehr leise rausgehen, Müll mitnehmen. Es wäre auch sehr schön, wenn ihr nicht irgendwelche Mate-Flaschen umfallen lässt. Danke für diese kleine Vorführung, gerade im Publikum. Wenn es jetzt also freie Plätze gibt, dann versucht bitte ein bisschen zu defragmentieren, rückt in die Mitte der Sitzreihe, macht Platz an der Seite. Wir lassen niemanden herein für eine Weile. Der Film wird später anfangen, aber während der Frage und Antworten bitte ein bisschen ruhiger sein. Bitte ein bisschen ruhiger sein. So then. Okay. Hi. Hallo. Let's start with microphone one. So if you're so much in the focus, wenn Sie so stark in dem Ziel von diesen geheimen Organisationen sind wie Laura, was können Sie über Endpunktverschlüsselung oder Sicherheit zu machen? Jetzt haben Sie dieses Airgap-Gerät in Ihrem zu Hause rumliegen haben, schlafen Sie mit ihm unter Ihrem Kopfkissen oder wie passen Sie auf, dass dort keine Fehler auftreten? Dass es keine nicht verwanzt wird, ja. Ich würde diese Frage niemals beantworten. Hätten Sie irgendwelche Vorschläge für Leute, die dieses Problem haben? Wie sollten Sie herausfinden, was Sie machen sollen? Naja, das ist natürlich eine Frage des Bedrohungsmodells und
Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob Sarah Harrison hier ist und ob sie einen Talk hält. Sie hat eine Menge Computer, die sie mit sich herumträgt. Manchmal tun wir das. Es gibt Momente, wo man eine Menge Computer mit sich herumträgt. Und ich denke, es gibt Momente, wo es davon abhängt, was jetzt. Es gibt Momente, bei denen das notwendiger ist als andere Momente. Das hängt davon ab, woran man arbeitet, in Kontexten, in denen man arbeitet. Also offensichtlich, was Leute sagen, ist, verliere niemals den Besitz seines Gerätes, klar. Es gibt keine absolut sichere Empfehlung hier. Thank you. Microphone 2, please. Hallo. Ich hatte dieses Gefühl, dass Burner-Telefone eine potenzielle Option für Informanten sind. Zudem, was ich mit Burner-Phones sehe, ist, dass das Data Mining sehr einfach ist, einen Burner-Phone zu identifizieren. Mit einem Burner-Phone hat man zwei Fälle. Zum einen, man reist mit ihm und dieses Burner-Phone ist sehr ähnlich zu dem mit dem normalen Telefon. Also man kann trotzdem sehen, welche Person dieses Burner-Phone hat. Und man weiß, dass es das Burner-Phone von dieser Person ist. Und selbst wenn es auf einer Station ist, das Burner-Phone zum Beispiel zu Hause gelassen wird, hat das Burner-Phone ein sehr einfaches Kommunikationsform. Das ist ein sehr ungewöhnliches Kommunikationsmuster, das Burner-Phone. Es spricht nur mit, man redet nur mit einer Person damit. Und dann hat dieses eine Handy, das nur mit einer einzigen Person redet. Ich glaube nicht, dass das eine gute Situation für Burner-Phones gibt. Okay, ich würde einfach sagen, dass mit Burner-Phones, es hängt wieder vom Bedrohungsmodell ab. Also ein Agent des Staates, der das alles sehen kann, ja, das stimmt. Dem würde ich also kein Burner-Phone empfehlen. Aber für eine Quelle in einer Firma zum Beispiel, die jetzt sicherlich nicht die ganzen Informationen von den Mobilfirmen bekommen kann, und der nicht sein Firmentelefon benutzen möchte, was er vielleicht vorher versucht hat. In dem Fall ist das Burner-Phone, also es hängt vom Bedrohungsmodell ab. Thank you. So, let's get a question from the Internet. Aus dem Internet. Can you activate the microphone? Okay, now it's okay, activated. Okay, ja, jetzt ist es aktiviert. Hallo. Das sind 1000 Fragen um den IRC-Kanal. Ich hoffe, dass ich wenigstens ein paar davon weitergeben kann. Viele sind darüber, wie man Journalisten ausbilden kann. Gibt es irgendwelche Journalismusschulen oder Universitäten, die Kryptographie lehren als ein Pflichtfach, als ein grundlegendes Fähigkeitsfach? Oder was kann ein technischer Journalist machen, um mehr andere Journalisten und Studenten in eine Krypto-Partys zu bewegen? Außerdem, wie viele Tage oder Wochen oder Jahre braucht man als Journalist, um wirklich den Punkt von Entschlüsselung und sicherer Kommunikation zu verstehen und dann wirklich komfortabel zu werden? Einfach dieses riesige Feld ist. Ich kenne Journalismusschulen bis vor 5 Jahren etwa. Haupterrungenschaft an der Technik war, Leuten beizubringen, wie sie Adobe Flash benutzen. Und das hat also die Techno-Sparte sozusagen abgehandelt. Und es ist vielleicht wieder eine Frage mit alten Hund und neuen Tricks. Also es gibt auch Journalismusprofessoren, die das nie benutzt haben und nie diese Situation ausgesetzt waren. Und bei der Columbia University gibt es also diesen Computational Journalism, Journalismus Informatik. Gibt es also Diskussionen in der amerikanischen Journalismus-Ausbildungs-Community. Es geht auch um Anfragen von öffentlichen elektronischen Daten und all diese Sachen, die hinausgehen über das Laptop-unterstützte Berichten hinausgehen. Das ist sicherlich eine Diskussion irgendwo. Ich arbeite mit Columbia Journalism School und schreibe also ein Kapitel über ein Buch, das herauskommt und was für Techniken Journalisten benutzen können und sie
kriegen also ihre Kryptowissen langsam etwas aufgestockt, aber das ist nicht verpflichtend. Und die Wahrheit ist, es ist eine Menge Verwirrung gibt, was nun die besten Kryptowerkzeuge sind. Und es gibt eine Sache, die also mich ärgert. Jeden Tag bekomme ich irgendeine E-Mail von über ein neues Kryptoprogramm und einige von denen sind einfach nicht wirklich so verschlüsselt, wie sie scheinen. Und es gibt eine Menge Verwirrung und in der allgemeinen Öffentlichkeit, was man benutzen sollte. Und das ist der Grund. Ihr wisst das sicherlich alles, aber ich habe also ein Ranking mit der Electronic Frontier Foundation gemacht über Kryptowerkzeuge anhand verschiedener Kriterien, um irgendeine Art von Maßstab zu bekommen, was Leute nun als sicher ansehen könnten. Thank you. Danke. So, Mikrofon 3, please. Mikrofon 3. Hello, thank you very much for your talk. Hallo, vielen Dank für Ihre Präsentation. Ich möchte eine Frage stellen. Eine Struktur, die noch nicht Teil der bisherigen Kommunikation war. Ich arbeite für die NOS, eine niederländische Organisation. Und ich habe zuerst gesagt, wir lassen uns Tor installieren, aber leider durften wir das nicht auf unserer Maschine installieren. Und ich habe unsere Tech-Leute gefragt, ob sie erlauben dürfen. Und die Tech-Leute haben gesagt, das tut uns leid, wir haben kein Geld, das zu installieren. Und wenn wir irgendetwas öffnen, dann ist es nicht möglich, dieses Tor zu installieren. Dann musste Management rein zukommen, aber niemand konnte sie finden. In vielen Firmen ist diese Management-Ebene, die auch da eine Entscheidungsmacht mithaben und überzeugt werden müssen. Das ist eine wirklich, wirklich großartige Frage, weil nachdem ich also für amerikanische Nachrichtenunternehmen gearbeitet habe, das ist ein echtes Problem. Es gibt hier zwei Teile, würde ich sagen, zwei Probleme. Das erste ist das Geld, die Geldfrage. Und von einer Redaktionssichtweise aus ist eine große Quelle, wenn wir eine große Quelle haben, eine großartige Quelle haben, dann werden wir jedes Mittel recht, alle Kosten und recht. Die Frage ist, wo das Geld hingehen kann, wenn jetzt irgendwelche Exchange-Server abrauchen oder solche Dinge. Es ist also, diese Dinge sind nicht das, was Leute gewohnt sind. Und die Erfolge, die wir gehabt haben in einigen dieser Organisationen, in Florida has this thing called demos, not memos. Like, yeah, do this organic from the bottom up and sort of show how. Ein Programm namens Demos, not Memos. Da geht es also darum, Testfälle aufzuziehen und Tor zu demonstrieren, den Tor-Browser zu benutzen und IP-Check, IP-Adressen überprüfen. Also Leute haben diese kleinen Aha-Momente und merken, das macht Sinn und ich habe dies gesehen und wenn dies nun allmählich bis zur Spitze hin sich hindurch bewegt und ideally that starts to collide. Also im Idealfall gibt es nun also eine Art von Kollision und es geht um Tor oder Tails und das Ding mit Tor und Tails ist, das sind kostenlose Programme und man gibt denen also das und sagt irgendwie, probiert es einfach aus, ladet es herunter. Es ist eine andere Haltung, eine andere Sichtweise. Auch das Problem mit IT-Departments in Redaktionen, die sind totale Control-Freaks und möchten niemanden an die Maschinen lassen. Da geht es nicht um Kosten. Es geht auch nicht um geringes Verständnis, sondern es geht einfach um Macht und Zugriffsrechte. Und das muss eben auch gelockert werden. Und, wir haben eine Demokratie und Jake hat versucht, OTR auf der Maschine von jemandem zu installieren, Verschlüsselung für Chat, und sagte, lass uns das installieren. Und dann die IT hat sich also völlig aufgeregt, kam, was macht ihr mit diesem Computer? Und die kriegten also raus, dass diese Installation passierte. So verrückt war die Situation. Und wie könnte man das also jeweils beenden? Und wenn Leute jetzt Workarounds machen, ich war in einer Organisation einmal, es war alles gesperrt, administrativ, so habe ich also einfach mein Powerbook mitgebracht, was immer es damals war, und habe was installiert. Und sie waren so besorgt über Sicherheit. Und ich habe einfach das Ethernet-Kabel benutzt und bam, in die Wand eingestöpselt und dann war ich im Netzwerk. Also es ist also hier kein Problem, aber ja. Thank you. Another question from the Internet. Noch eine Frage aus dem Internet, bitte.
Okay, wie ich gerade angesprochen habe mit den Journalisten, gehe ich zu den Entwicklern als ein Teil des Ziels dieser Vortrags. Welche Werkzeuge würden Sie gerne haben oder andere Journalisten gerne haben, die Open Source Entwickler entwickeln können und besser machen können? Welche Features sind die wichtigsten, ihren Job zu machen? Ich denke, also Investitionen in GPG selbst wäre großartig, denn ich liebe die Tatsache, dass ich liebe diese Public Key Infrastruktur, die Tatsache, dass ich und die Quelle nicht sich gegenseitig kennen müssen. Also wenn man sich bedenkt, wie Snowden Laura kontaktiert hat, es gab einen Weg, es war zwar durchaus steinig, ein steiniger Weg, aber eine Methode, dieses Problem des ersten Treffens zu überwinden, jemanden finden und bestätigen, es ist immer noch unsere beste Hoffnung, also unsere Quellen. Das sind die Quellen, die wir gerne an uns binden wollen, Leute, die etwas mitteilen wollen. Und wenn wir das einfacher machen könnten, dafür wäre ich wirklich, ich benutze immer noch GPG sehr viel mehr, als ich irgendein anderes Tool benutze, trotz meiner ständigen Frustrationen damit. Ja, ich würde das auch wiederholen, was Julia gesagt hat über Tails. Was für ein großartiges Werkzeug, das ist, um unsere Arbeit zu tun. Was ich herausgefunden habe, als ich angefangen habe zu berichten, es ging nicht nur um mich, nicht nur ich brauchte das, aber wir hatten einen Kreis von Leuten, die auch, mit denen man auch Berichte schreibt und die müsste man auch auf den Stand bringen und diese Tails-Disk einfach herumgehen lassen und es gibt also Leute, mit denen ich reden muss und es wurde ein ziemlich großes Ding und wir hatten dieses Tool, dieses Werkzeug, mit dem wir also per Standard Verschlüsselung haben und das war also das wertvollste Tool, um diese Art von Berichte zu machen. Danke. So, jetzt Mikrofon 4, bitte. Ich wollte noch ein paar Kommentare, positive Kommentare über die Nutzung von Burnerphones machen. Idealerweise haben beide Leute ein Burnerphone, das in Cash bezahlt wurde, von einer Art, wo man nicht mit einem Menschen kontagieren muss. In den USA sind das die Trackphones. Ist man einfach in einen Einkaufsladen und bezahlt es in Bargeld. Man bezahlt, kauft ein paar Minuten, die man dazu macht und damit ist man fertig. Idealerweise, das erste Kommentar ausführen, wenn man das die ganze Zeit mit sich herumträgt, wird das soziale Kraft daraus machen recht einfach. Die Anrufe, die Julia macht und welche Leuten sie sich trifft, werden identisch mit ihrem Burnerphone übereinstimmen. Das ist nicht, was man mit einem Burnerphone machen will. Man müsste eine bestimmte Zeit haben, wo man dieses Burnerphone eine Batterie drin hat und die andere Zeit ist es einfach aus. Zum Beispiel samstags 7 bis 9 macht man die Batterie in das Telefon, den ich nicht anrufe. Ah, dann halt nicht, aber die ganze andere Zeit ist keine Batterie im Burnerphone. Das ist komplett aus. Und dann, wenn beide in dieser Zeit außerhalb des Hauses sind, dann kann man es sehr schlecht zurückreisen. Oder wenn man in New York oder in einer anderen großen Stadt ist, dann kann man es nicht zurückführen. Ich bin unglaublich aufgeregt, wenn ich die Quelle treffe, die mit diesen ganzen Regeln zurechtkommt und die einhält. Ich denke, diese Quelle gibt es irgendwo. Okay, noch eine Frage aus dem Internet, bitte. Auf diese Frage aufbauend. Was ist der sinnvollste Weg, einen Journalisten zu kontaktieren? Was sind die häufigen und schlimmsten Fehler, die am Anfang gemacht werden? Das ist eine großartige Frage. Es hängt davon ab, wie sicher man sein möchte. Es ist sehr schwer, ersten Kontakt zu machen, ohne die existierende E-Mail-Adresse des Journalisten zu benutzen, der Journalistin. Also man hat oder irgendeinen bekannten Weg, diese Menschen zu erreichen. Ich würde nun empfehlen, einfach Post zu benutzen, keine Absenderadresse. Ich lese meine Post, ich bekomme sie, ich bekomme eine Menge Post. Das meiste ist nicht interessant, aber einiges sehr interessant und dann vielleicht eine Wegwerf-E-Mail-Adresse hineintun, eine Telefonnummer, dann werde ich also dort kontaktieren. Das ist ein unterschätztes Tool, die Post. Ja,
Ich bekomme ständig Briefe von, nicht die ganze Zeit, aber von Leuten, die dieses ersten Kontakt herstellen wollen, die ich nicht vorher kennengelernt habe, die ich vorher getroffen habe, und das ist speziell für Washington, weil jeder mit jedem spricht und ja. Wir haben noch Zeit für zwei kurze Fragen. Also zuallererst Mikrofon 1. Zugehören zu dem Kommunikation über Video. Es gibt es eine Open Source Software für eine Canon Software, die RSA-Verschlüsselung der Standbildern direkt auf die SD-Karte macht. Wenn Sie zu uns kommen, können wir gerne darüber reden, ob das eine Möglichkeit ist. Das ist fantastisch. Vielen Dank. Okay. Das ist ein Kommentar als eine Frage. Danke. Mikrofon 3, letzte Frage. Sie haben gesagt, dass Coercion, Zwangsübung. Was würden Sie über Systeme sagen, die im Endeffekt erlauben, eine Verschlüsselungspassphrase zu machen, quasi eine falsche, die die Daten komplett unbenutzbar machen, wenn man es jemals benutzt? Wäre das eine gute Lösung für dieses Also irgendeine Zerstörungsfunktion, wenn man dir also über dieses Passwort übergibt, dann führt das zur Zerstörung? Ja. Naja gut, im britischen Kontext, das wäre vielleicht sinnvoll, weil ich denke, sie können dich festhalten, wenn du dich nicht fügst, und das hängt vom Kontext ab, aber es wäre eine sehr wertvolle Angelegenheit, ja. Ich weiß nicht, ob das schon gemacht worden ist. Would you guys use such a thing? Würdet ihr so etwas benutzen? Ich würde sowas unheimlich gerne haben. Es wäre witzig, so diesen Hebel zu haben, also die Sache zu unterbrechen. Ich würde auch denken, würde mich vielleicht besser fühlen, halt ein besseres Gefühl, wenn ich meine Geräte über eine Grenze bringe, wenn ich also mich sicher fühlen könnte, dass ich es zerstören könnte, einfach nur auf einen Fingerzeig hin. Was war nicht Hillary Clinton, die irgendeinen Todesschalter, aber das, glaube ich, war eine andere Sache. Ich weiß nicht, ob es vielleicht ein Risiko der eine Straftat gäbe, wenn man das benutzt. Ich weiß es nicht genau. Also vielen Dank. Bitte gebt nochmal eine warme Runde Applaus für die Panelisten. Ja, und auch vielen Dank, wenn ihr uns zugehört habt. Das war sicherlich kein Leid.